Hey, hör auf damit. Das Ding nervt aber auch. Die unterbrechen mich in meinen Kombos immer, es nervt. Und ich streng mich hier echt an. Aber es kommt auch trotzdem nicht die Zeit, obwohl ich... Ja, nervt mich doch mal nicht. So, Roste in Frieden. Nein, nicht Sensen TOS. Verdammt, ich wollte Roste in Frieden machen. Mann, das war voll blöd. Das wollte ich. Na, endlich. Steh auf, Nillin. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Stopp! Nein. Verdammt. Eine Dystopie, die aufblitzte im unschuldigen Fehler eines ungezogenen Kindes. Ironisch, nicht? Boah, ich sterbe hier weg. Ich muss ein bisschen auf mich aufpassen und die Kamera ist so weit weg und ich sehe immer kaum was. Das mag ich nicht. Aber okay.
Eine ungezogene Kindes, ironisch nicht. Liebe, Hass. Was mache ich denn jetzt mal? Ich will die Leute hier weg haben. Ei, ei, das Auto, Rass. Kann also wieder den schwarzen Würfel angreifen. Deine Mutter schuf sich neu, ohne je eine einzige Sekunde dieses Moments zu vergessen. Du hast dir erzählt. Ja, ich hab erzählt. Ihr Schuld. Nein! Oh Mann, oh, jetzt bin ich doch wieder gestorben. Oh Gott, dabei habe ich den Würfel gerade kaputt gemacht. Und dann erwischt mich doch wieder so ein blöder Leaper von hinten. Und zack, liege ich wieder auf dem Boden. Es ist aber nur noch eine Runde. Eine Dystopie, die aufblitzte im unschuldigen Fehler eines Ungezogenen. Warte mal. Nicht. Wo ist denn der Würfel? Wo ist er denn? Liebe, Hass, Schuld. Das verzweifelte Bedürfnis, die Welt zu verändern. Alles schlüpft aus dem des Autowracks. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Echt, ich sehe kaum was. Es nervt mich. Ich denk immer, ich bin gerade irgendwie, hab Zeit, eine Combo zu machen und merk das mal gar nicht, dass da hinter mir einer kommt. Und ich sehe die blöde Box hier auch nicht. Kann ich sie nicht angreifen? Eine Dystopie, die aufblitzte im unschuldigen Fehler eines ungezogenen Kindes. Ironisch nicht. Liebe, Schuld, das verzweifelte Bedürfnis, die Welt zu verändern. Alles schlüpft aus dem gezackten Ei eines Autowracks. Na, wieder Zeitlupe? Deine Mutter schuf sich neu,
ohne je eine einzige Sekunde dieses Moments zu vergessen. Mach jetzt die Sensen, DOS. Da ist das Ding. Aber du hast mir erzählt, der Unfall sei allein ihre Schuld. Keine Gewissensbisse nennen? Nicht mal wegen deiner Mama? Scylla Cathy Wells, du ungezogenes Mädchen. Ich hab die Box nicht kaputt gekriegt. Natürlich wusstest du nicht, dass sie deine Mutter war, als du sie remixed hast. Ja, ist gut. Na komm. Nein! Ich verstehe das nicht. Ich mache hier ständig diese Kacke hier mit Y, damit ich Zeit kriege. Und das kommt nur ab und zu vor, aber ich weiß nicht warum. Ich drücke jetzt schon vorher X und mache dann Y, aber es geht trotzdem nicht. Jetzt hat es wieder geklappt. Toll. Sensen DOS. Wo ist denn das Ding? Steh auf! Hör zu, ich bin der Traum deines Vaters, sein Leben. Yeah!
Tut mir leid, Edge. Du bist nicht schuld, Schwester. Mach mich jetzt fertig. Der Schmerz löst sich auf. Und ich mit. In wenigen Sekunden gebe ich all mein Gedächtnis den Menschen zurück. Adieu, Nillen. Auf nie vergessen! Ein Freund sagte mal, das Gedächtnis eines einzigen Menschen ist eine Festung komplexer als die größte Stadt. Aber wir fanden den Schlüssel zur Burg. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Mein Freund hieß Edge. Geboren aus dem Missbrauch von Sensin, verstand er als Erster, dass wir dem Abgrund zustrebten. Edge starb, um uns zu erinnern, dass man die intimsten Türen nicht öffnen darf. Und dass Leid und schmerzliche Erinnerungen eben Teil unseres Lebens sind. Mein Name ist Nillen Cartier Wells. Ich bin Gedächtnisjägerin. Ich kann alles über dich erfahren. Ich kann dich alles glauben machen. Das ist meine Gabe. Mein Vermächtnis. Zum ersten Mal in meinem Leben erinnere ich mich genau, wer ich bin. Außerhalb meiner Festung wartet nun eine Familie und eine neue Welt auf mich. Eine kaputte Welt, die man heilen muss. Das hat mich mein Freund gelehrt, bevor er verschwand. Ich werde ihn nie vergessen. Ja, liebe Leute, das war's mit Remember Me. Ich bin gerade total geflasht. Ich meinte ja letztens schon, ich bin emotional. Damit meine ich immer, dass mir auch so ein bisschen wässrige Augen kommen. Und ich sitze und denke, oh Gott, was passiert jetzt? Es wird alles gut oder nicht? Und ich kann nur sagen, wow, es war ein unglaublich tolles Spiel für mich. Auch wenn es natürlich hier und da super anstrengend und hart war und ich mir hier die Finger wund gespielt habe. Aber es hat sich gelohnt. Es war einfach so für jede Sequenz, die kam, es war wie so ein Film, eine Geschichte, wo man wissen wollte, wie geht es weiter, was passiert mit Nillen, wird sie ihre Erinnerungen alle wiederbekommen, was passiert mit Memorize. Und klar kann man so eine Geschichte riesenmäßig ausbauen, so, aber ich fand es war vollkommen okay, so von der Länge und vom Inhalt war es ja so viel, dass ich jetzt doch nicht alles geschafft habe zu lesen. Und ich bin total positiv überrascht. Ich bin schon hier so am Rumnuscheln, rumstottern. Nein, ich bin wirklich positiv überrascht, als ich das Spiel damals bei Steam kaufte, dachte ich, ja, sieht ja interessant aus und Erinnerung und weiblich Hauptcharakter und so, mache ich mal so ein bisschen Action-Game. Aber dass es so gut wird, hätte ich nicht gedacht. Also ich kann es tatsächlich nur jedem wärmstens empfehlen. Und weiß gar nicht, wo ich anknüpfen soll. Es gibt so viel eigentlich zu diesem Spiel zu sagen, gerade weil es ja auch viele realistische Hintergründe hat. Also wir haben ja schon eine Klimaerwärmung und wir sind ja technologisch schon sehr weit und forschen immer weiter. Und wer weiß, wie weit wir auch gedanklich irgendwann mal eines Tages reingreifen können in die Menschen. Und ich fand die Idee einfach so hervorragend. Und auch wenn sich hier und da die Kämpfe wiederholten und das ein bisschen ätzend war, hat es trotzdem Spaß gemacht. Es ist einfach auch nochmal was anderes, wenn man das selber macht und schafft.
Und ich habe halt leider erst so gegen Ende den Dreh mit den Kombos rausgekriegt, obwohl ich ja am Ende irgendwie immer die Zeiten mehr schaffen wollte, die zu laden. Und das hat gar nicht immer geklappt. Aber gut, okay. Kann man alles üben, kann man definitiv, oh, ich stotter so, definitiv noch einmal durchspielen, das Spiel. Und ich hoffe, es hat euch genauso wie mir Spaß gemacht. Ich habe bestimmt noch hier und da was vergessen zu erwähnen. Ich fand's, wie gesagt, gutes Spiel, tolles Spiel, hat mich umgehauen, hat mich emotional berührt auch. Und die Sache mit Edge, ja, also ich habe ja immer gedacht, der lockt sie in eine Falle, aber so kann man sich irren. Er war selber einfach nur so ein geboren aus dieser Maschine, die jetzt zerstört wurde. Die Erinnerungen sind jetzt wieder alle frei. So habe ich das jetzt verstanden und das finde ich an sich auch sehr schön. Und ich fand die, diese Pointe, dieses, der Gedanke, der jetzt am Ende auch nochmal mitgegeben werden sollte, so ja, dass Erinnerungen halt wichtig sind für jeden Menschen, auch wenn er schlechte gemacht hat, sehr wichtig. Und dass es so einzigartig ist und dass es vielleicht besser ist, damit zu leben, als halt seine Erinnerungen vielleicht auch alle zu verlieren oder sie völlig vertauscht zu haben gegen andere Erinnerungen, mit denen man nichts anfangen kann oder dann völlig durchdreht und zusammen lieber wird. Also das finde ich alles richtig gut durchdacht und macht einem so ein, ja, ethisches, merkwürdiges Gefühl an unsere Zukunft. Gerade deswegen mag ich das Spiel. Ich hoffe, wie gesagt, ihr auch. Und mal sehen, was ich weiter dann spielen werde. Ich muss das jetzt erstmal verarbeiten und lasse mal die Credits jetzt durchlaufen mit dieser wunderbaren Musik auch aus diesem Spiel und bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, und sagt mir doch bitte, bitte gerne, wie ihr das Spiel fandet oder egal, zu was ihr da anknüpfen wollt, zu welchem Thema. Zukunft, diesem Spiel, die Geschichte, Nillen, Edge, was auch immer, ihre Eltern, egal was. Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare, ich freue mich sehr. Bis dann!